dem Internet zu. Ich glaube, da halten sich mehr Fische auf. Langsamer. Das gibt einen Bums. Noch ein kleines Stück. Und schab! Guck mal, da drüben lauert ein fettes Krokodil. Wenn man mit Dynamit fischt, hat man schnell ein Netz voll. Die Kleinen können sich die Krokodile streiten, für die Kriege auf dem Markt nichts. Guten Morgen, Herrschaften. Herzlich willkommen in Jacks Zoo. Sie haben einen aufregenden Tag vor sich. Guten Morgen. Hallöchen. Schön, Sie zu sehen. Bonjour. Hier geht's lang, meine Damen und Herren. Die Tickets können Sie gleich hier rechts lösen und Sie brauchen nicht mal Schlange stehen. Viel Spaß bei unserer Show und vergessen Sie nicht, unseren Souvenirshop zu besuchen. Heute gibt's auf alle Artikel 10%. An der Tante beißt du dir die Zähne aus, Jack. Mehr Besucher konntest du nicht rankommen? Die Leute kaufen eher eine Krokotasche, bevor sie sich ein Krokodil ansehen. Keine Panik, Herrschaften. Die Explosion war kein Terroranschlag. Nebenan entsteht ein Hotelkomplex und die sprengen ständig irgendwas. Dem Konzern bist du im Weg. Die wollen dich und deinen Zoo weghaben. Ja, das wollen sie. Lass dir eine Abfindung zahlen und zieh mit deinem Zoo woanders hin. Nur bei meiner Leiche. Ich bleibe. Wow. Hey, willst du einen Donut? Nein, hör mal zu, Kumpel. Wirf mal ein Auge mit auf die junge Lady in der rosafarbenen Jacke. Die kommt mir verdächtig vor. Oh Mann, hat die ein Fahrgestell. Da werfe ich mehr als ein Auge. Die ist zu alt für dich. Glaubst du, die ist von irgendeiner Behörde? Ich weiß nicht so recht. Behalt sie mal im Blick. Augenblick mal, so wird das nichts. Das kann nicht gut gehen. Die Karre kippt gleich. Lass mich das Ding schieben. Die ist für dich viel zu schwer. Warum überlässt du sowas nicht hier? Oder muss der Herr dafür erst ein Studium machen? So wie ich ihn kenne bestimmt. Der macht sein Diplom als Schubkarrenfahrer mit einem Abschluss in Harvard. Die gefällt dir wohl, weil du sie so mit einem gewissen Blick verfolgst. Ja, da könnte ich nicht Nein sagen. Und los geht's! Noch drei Bälle muss unser Champ im Kopf versenken. Es können noch Wetten abgeschlossen werden, wer Sieger wird. Ach du liebe Zeit, es sieht nicht gut für den Tide-Champ aus. Die Siam Queen ist im Begriff, schon wieder einen Kopf zu machen. Und drin ist er! Was ist los mit euch Fans? Ich darf doch um etwas mehr Begeisterung bitten. Wird unser Tide-Champ die Nerven behalten? Oh ja, ganz sicher verwandelt. Komm schon, Siam Queen, du wirst dich doch nicht geschlagen geben. Komm schon, Schätzchen, mach noch einen Kopf. Ja, die Gewinnerin ist Siam Queen. Applaus bitte, du warst einsame Klasse, altes Mädchen. Du bist die Größte. Und jetzt nochmal einen stürmischen Applaus für unsere beiden Basketballmädchen. Danke, danke, vielen Dank, ihr wart ein tolles Publikum. Mal eine kurze Frage, gibt es unter euch einen klasse Fußballspieler? Da kriegen wir ja locker eine ganze Fußballmannschaft zusammen, jetzt brauchen wir nur noch einen Torwart. Wer übernimmt das?
Du? Ja. Okay, komm her zu mir. Alles klar. Wie ist dein Name, Kumpel? Ich heiße John Tank, Mister. Okay, jetzt bist du gefordert. In unserem Team gibt es ein paar gefährliche Torjäger. Glaubst du, du hast eine Chance gegen sie? Klar. Und kannst die Bälle halten? Ja. Dann komm mit und lern deine Gegner kennen. Applaus für unseren Torwart. Jetzt wird's ernst. Los geht's. Wow, das war ein Spitzenschuss und unhaltbar für unseren John. Und schon erfolgt der nächste Schuss. Gehalten. Bravo, John. Der nächste Angriff läuft und Tor. Unser armer John wird von den Stürmern attackiert und steht unter Dauerbeschuss. Die Tore fallen jetzt so schnell, dass unser armer John ins Rudern kommt. Jetzt reicht es, Leute. Du warst klasse, Junge, aber gegen solche Spieler hat der beste Torwart keine Chance. Was meint ihr, Leute? Ich finde, er hat einen Applaus verdient. Meine Damen und Herren, Jungs und Mädchen, dieses Tier ist eines der größten Menschenfresser der Welt. Wenn dieses Maul zuschnappt, kann es mit einem einzigen Biss den Kopf eines Menschen zermalmen. Ich möchte Sie jetzt mit einem der wagemutigsten Krokodildompteure bekannt machen, unserem Archie. Er ist ein Mann, der dem Tod furchtlos ins Auge blickt, indem er seinen Kopf in den Rachen des Krokodils legen wird. Sie werden es sehen. Bevor es zu dieser Darbietung kommt, möchte ich Sie um absolute Ruhe bitten. Diese gefährliche Nummer verlangt von Archie äußerste Konzentration, denn es ist ein Spiel auf Leben und Tod. Bist du bereit, Archie? Wirklich? Na gut. Spüren Sie den Hauch des Todes, so wie ich, liebe Zuschauer. Oh, ein bisschen zu schnell. Archie hat gerade noch die Kurve gekriegt. Keine Sorge, wir haben alles im Griff. Ja, ja, diese Biester sind ziemlich aggressiv und sehr schnell und unsere Jungs haben zu tun, um sie zu beruhigen. Übrigens, das ist Archies Bruder. Er wird jetzt seinen Kopf in das Maul des Krokodils stecken. Hast du Angst? Und Ruhe, bitte. Schnapp. Joe ist unser Mann mit den eisernen Nerven. Vielen Dank für Ihren stürmischen Applaus. Warum legst du nicht deinen Kopf in das Maul der Bestie? Erstmal kriegt Hast du Schiss? Bestie ein Stück Fleisch. Oh, shit! Oh, Gott. Oh, was mache ich jetzt bloß ohne Hand? Oh, der ist ja noch dran. War ein kleiner Schatz am Rande. Ihr wart ein tolles Publikum. Vielen Dank für euren Besuch. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und vergesst nicht, den Souvenirshop zu besuchen. Wir müssen ja auch von was leben. Hey, hast du was rausbekommen? Ja, hab ich. Sie will dich sprechen. Bingo. Oh, freu dich nicht so früh. Sie ist von der Tierschutzbehörde. Evelyn Nam Wong. Irgend so ein Schleimscheißer hat dich bei der Behörde angezeigt. Das war bestimmt Konzong, dieser Dreckskerl. Der will uns weghaben. Der versucht's mit allen Mitteln. Ich muss diese Tussi irgendwie einlullen. Soll ich ihr eine Schlange in die Handtasche stecken? Lass mal, ich krieg das hin. Ich gratuliere. Heute ist der Glückstag. Sie sind die 50. Besucherin, die sich unsere neue Show angesehen hat. Und aus diesem Grund erhalten Sie den Hauptgewinn. Was habe ich denn gewonnen? Ein romantisches Sushi-Dinner am Strand für zwei und sollten Sie keinen Begleiter haben. Wäre es mir eine Ehre, mit Ihnen zu dinieren. Versuchen Sie mich zu bestechen, Mr. McQuaid? Nein, ich versuche nur Ihrem hübschen Gesicht ein bezauberndes Lächeln zu entlocken. Vielleicht sollten Sie das Geld für die Einladung besser in Futter für Ihre Tiere investieren. Meine Tiere erhalten genügend zu fressen. Oder glauben Sie, meine Jungs würden sonst einem hungrigen Krokodil ihren Kopf ins Maul stecken? Wer weiß? Wer hat mich angezeigt? Zoos werden von uns regelmäßig kontrolliert. Können wir einen Rundgang machen? Wenn Sie wollen. Sehen Sie die kleinen braunen Tierchen da drin? Das sind Getreidekäfer und Maden. Sie verfüttern Parasiten an Ihre Vögel, Mr. McQuaid. Also rein wissenschaftlich gesehen verfüttere ich an meine Vögel unter anderem auch Proteine. Das stimmt. Aber die hygienischen Zustände Ihrer Futtertröge lassen zu wünschen übrig. Ihr Wassersystem ist voller Sie Algen mal, ich und... ich trinke das Wasser selbst. Ihr Fleisch ist nicht frisch genug, weil die Kühlung des Kühlraums nicht richtig Augenblick funktioniert. Augenblick mal, dazu muss ich Ihnen etwas erklären, bevor Sie voreilige Schlüsse ziehen. Der Grund, warum unsere Kühlung nicht richtig funktioniert, ist, weil sich jemand an der Hauptstromleitung zu schaffen gemacht hat. Wahrscheinlich der, der mich angezeigt hat. Für die Stromzufuhr Ihrer Anlage bin ich nicht zuständig. Richtig. Aber Sie wissen, wer mich denunziert hat. Selbst wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Ich befolge nur meine Anordnungen. Außerdem habe ich mir selbst ein Bild gemacht und eine Mängelliste erstellt. Aha. Und auf meinen Zoo werfen Sie ein besonderes Auge, stimmt's? Reden Sie keinen Unsinn. Ich bin nur am Wohl der Tiere interessiert. Sie haben 24 Stunden Zeit, um die Mängel zu beseitigen. Danach komme ich wieder, um es zu überprüfen. Also dann bis morgen. Auf Wiedersehen. Was wird aus unserem Sushi-Dinner? Ich bin Vegetarierin. Na, wie ist es gelaufen? Für mich arbeitet sie für Konzong. Vieles deutet darauf hin. Hast du deine Kamera dabei? Immer schussbereit. Dann habe ich eine Aufgabe für dich. Blödes Spiel.
habe eben ein Krokodil gesehen und ihm zugewunken. Aber plötzlich ist es abgehauen. Ja, ja, schon gut. Marlene glaubt mir wieder nicht. Dabei habe ich es ganz deutlich gesehen. Es ist mindestens 5 Meter lang. Wie viele Tage Aufschub brauchst du? 3? Ich gebe dir einen. Sonst kannst du dir die Eigentumswohnung abschminken, ist das klar? Ich bin nicht das Sozialamt, kapiert? Komm mit, Andy, ich hoffe, du hast gute Nachrichten für mich. Wir reden später. Sie hat die fällige Pacht gezahlt. Seine Schwester hat also wieder Geld aufgetrieben? Wir hätten diesen McQuaid schon längst in den Konkurs treiben müssen. So schnell kannst du niemanden in den Konkurs treiben. Es gibt Gesetze. Interessiert mich nicht. In 2 Wochen fange ich an, eine Straße durch seinen Zoo zu bauen. Und bis dahin muss der Kerl mit seinen Tieren verschwunden sein. Hat sich der Gouverneur gemeldet? Ja, er will sich um 8 mit ihm treffen. Sagen Sie das, Jack. Mach ich. Bruderherz, ich habe einen Haufen Geld ausgespuckt, damit du in den Stadtrat gewählt worden bist. Und jetzt erwarte ich von dir, dass du mir solche Leute wie diesen McQuaid vom Hals schaffst. Das müsste ein Kinderspiel sein, hat sowieso mehr Gläubiger als Besucher. Der Mann hat auch Steuerschulden und Pan wird ihm heute noch auf die Pelle rücken. Die Tierschutzbehörde hat er auch auf dem Hals. Wie bitte? Die Tierschutzbehörde? Hast du ihm die geschickt? Ja, die schließen ihm den Zoo. Ausgezeichnet. Da gibt es ja vieles zu bemängeln. Du verdammter Mistkerl! Wachen, schnappt ihn euch! Der Kerl hat rumspioniert! Nehmt ihm seine Kamera ab! Er darf uns nicht entwischen! Los, Männer! Haltet ihn auf! Bleib stehen! Du kommst hier nicht raus! Gib auf! Packt ihn! Schiefgelaufen. Die haben mich entdeckt. Aber ich hab, was ich wollte. Die wollen eine Straße mitten durch den Zoo bauen und irgendwelche Gebäude. Oh, shit! Vorsicht! Das ist kein Song. Holt sie aus dem Wagen. Los, aussteigen. Was soll das lächerliche Theaterkonzern? Hör mit der Kamera. Vergessen Sie's. Ich mach Sie fertig, McQuaid. Sie sind ein Idiot. Warum haben Sie mein Angebot nicht angenommen? Es war ein Haufen Geld und Sie hätten keinen Ärger mehr. Die Sache hier ist erledigt. Deine ganze Aktion war umsonst. Nein. Ich hab den Chip ausgetauscht. Du bist ein raffinierter Hund. Klasse, Mensch, das muss gefeiert werden. Ihr Bier, Sir. Danke. Und für Sie? Cheers. Cheers. Tagen muss ich zurückfliegen. Verdammt schwer. Verstehe ich, aber das Studium geht vor. Leider. Was hast du denn mit den Fotos vor? Ich gehe zur Staatsanwaltschaft. Als Ausländer hast du doch keine Chance. Das wird sich zeigen. Immerhin zahle ich Steuern und lass mich nicht fertig machen. Das Mädchen gefällt dir, was? Ich dachte, du kommst überhaupt nicht mehr wieder. Entschuldige. Wie schätzt du dich? Naja, 17, 18. Schätze ich auch. Bin gleich wieder zurück. Moment mal, was hast du denn vor? Du willst doch nicht etwa die Kleine anbaggern. Ich finde die Bild hübsch. Er kommt rüber, Chapeau. Hi, ich bin Theo. Oh, hi, ich heiße schon. McQuaid? Ja? Mein Name ist Pan, ich bin von der Steuerfahndung. Sie haben es versäumt, in den letzten 3 Monaten Ihre Steuern zu entrichten. Darf ich mich setzen? Bitte nehmen Sie Platz. Möchten Sie vielleicht was trinken, Bier? Nein, vielen Dank. Kommen wir gleich zur Sache, Mister. Hören Sie, ich weiß, dass ich mit den Steuern im Verzug bin. Alles täuscht, aber die Geschäfte laufen ja, schlecht. Ja, die Leier kenne ich von Ihnen. Wenn Sie heute die Steuern nicht bezahlen, dann lasse ich Sie von den beiden Polizisten verhaften. Sie wollen mich festnehmen lassen? Ich habe Ihnen diesen Steuerbescheid schon vor 3 Monaten geschickt. Und Sie haben ihn ignoriert. 5.000 Baht? Das ist unverschämt.
Vor 3 Monaten waren es noch umgerechnet $500. Sie vergessen die Zinsen. Was, Zinsen? Und sie erhöhen sie von Tag zu Tag, wenn sie nicht zahlen. Darum will ich jetzt Geld ziehen. Gibt es hier irgendwelche Probleme? Wie man es nimmt. Mr. Pan hier vom Finanzamt will mich ins Gefängnis stecken. Wegen einer Lappalie. Ins Gefängnis stecken? Mr. McQuaid schuldet dem Staat seit 3 Monaten $2,120. Über 2.000. Tja, hast du zufällig $2,000 in der Tasche? Nein, nicht in der Tasche, aber im Truck. Soll ich die Kohle holen gehen? Ja, hol sie. Wir ziehen die alte Nummer durch, wie immer. Wollen die Herren zur Sicherheit mit mir kommen? Nein, die Polizisten bleiben hier. Schade. Ich hoffe für Sie, dass Ihr Freund auch wiederkommt. Ja, bitte? Ich habe eine Frage. Sind Sie Theos Vater? Nein, aber wir sind verwandt. Ich bin sein Onkel. Ach, sein Onkel? Ist er wirklich so reich, wie er behauptet? Ja, er stammt aus dem reichen Elternhaus. Haben Sie schon mal von der amerikanischen Kaufhauskette JCPenney gehört? Klar. Und erbt er die? Ja, mit seinen 10 Brüdern. Ich würde Ihnen gern meine Schwester vorstellen. Sie ist Tierärztin. Kommen Sie. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. So, Ihre Schwester ist also Tierärztin. Sucht sie vielleicht einen Job? Wirklich? Darf ich Sie vorstellen? Hi. Ich bin Aru. Dich kennenzulernen. Hi. Und ich bin Clip. Hi. Hi, Clip. Freut mich. Also pass auf, Jack. Ich bin ganz Ohr. Meine Freundinnen veranstalten einen kleinen Feuerzauber und währenddessen tauchst du in Richtung Strand ab. Alles klar, schon kapiert. Komm her, umarm mich. Okay, wie du willst. Stell dich nicht so an. Okay. Nun mach schon. Darf ich dich auch küssen? Los, der ist getürmt. Hinterher, nicht so müde. Da hinten rennt er. Los, beeilt euch. Lasst ihn nicht entkommen. Legt den Kerl gleich Handschellen an und rappelt ihn ins Gefängnis. Hierher, Theo. Stehen bleiben. Sie sind verhaftet. Die Idee der Mädchen war ausgereift. Alles abgekartet. Hast du schon ein Date mit der Kleinen? Bis jetzt noch nicht. Wegen eurem Feuerzauber kriegen wir bestimmt Ärger. Wir müssen das erst mal kriegen. Hallo? Alles klar, Shampoo? Logo, wie sieht's bei euch aus? Wir haben sie abgehängt. Gut, vermisst du mich schon? Fürchterlich. Ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, aber hast du einen festen Freund? Sei nicht so indiskret. Ich liebe dich und darum muss ich das wissen. Hast du dich auch verknallt in mich? Das sage ich dir morgen. Gut, ich rufe dich an. Ciao. Ciao, Schatz. Du hast dich verliebt. Das war Liebe auf den ersten Blick. Geht ihr schon mal vor, Mädels. Ich habe mit Clip was zu bequatschen. Dieses Liebesgesülze halte ich nicht aus. Benimm dich anständig, Peter. 9 Monate sind schnell um und dann ist Schluss mit lustig. Los! Das Wasser ist toll. Es hat mindestens 28 Grad und ich mag das. Ich würde dir gerne Neuseeland zeigen. In Neuseeland ist es zu kalt für mich. Du hast mich und ich wärm dich. Deine Lieblingsbeschäftigung ist wohl, mich zu befummeln. Ja, das gebe ich zu. Was machen wir denn heute Abend, Schatz? Erst gehen wir essen und dann in die Disco. Und danach, Peter?
Ich muss die Baugenehmigung bis morgen auf meinem Schreibtisch haben, verstanden? Nein, das ist zu spät. Sie hatten einen Monat Zeit. Miss Nam Wong ist jetzt da. Soll reinkommen. Kommen Sie bitte. Wenn ich die Genehmigung bis morgen Mittag nicht habe, dann kommen die Bauarbeiten ins Stocken und alles verzögert sich. Bitte. Sehen Sie zu, was Sie machen können. Ja, ist gut. Wiederhören. Danke, dass Sie noch so spät vorbeikommen konnten. Soweit ich informiert bin, haben Sie doch heute den Zoo von McQuaid inspiziert. Stimmt. Und wie ist Ihr Eindruck? Gar nicht so schlecht. Haben Sie keinerlei Mängel entdeckt? Es gab ein paar kleine Dinge zu beanstanden, aber grobe Verstöße konnte ich nicht feststellen. Er hat Zeit, sie bis morgen zu beheben. Es gibt also keinen Grund, den Zoo zu schließen? Nein, er hat nicht grob fahrlässig gegen die Vorschriften verstoßen. Von behördlicher Seite haben wir also keinerlei Handhabe gegen diesen McQuaid. Nein. Das ist sehr bedauerlich. Viele wichtige Leute in der Stadt und auch der Stadtrat würden es gern sehen, wenn der Zoo geschlossen wird. Außerdem sollten Tiere in ihrer natürlichen Umgebung leben. Wenn Sie morgen dem Zoo nochmal einen Besuch abstatten, dann hoffe ich, dass Sie gravierende Mängel entdecken. Mein oberstes Gebot ist, im Interesse der Tiere zu handeln. Gut. Ich glaube, wir haben uns verstanden und Sie handeln in unserem Sinne. Auf Wiedersehen, Miss... Nam Wong. Genau, Miss Nam Wong. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Bericht. Gute Nacht, Mr. Consong. Guten Abend, Mr. Consong. Was ist denn hier passiert? Wir haben der Polizei einen Unfall gemeldet. Was für ein Unfall? Meine Schwester hat gesehen, wie eine junge Frau im Meer von einem Krokodil angegriffen wurde. Von einem Krokodil? Ja, Sir. Wie groß war es denn? Ziemlich groß. Die junge Frau war eine Thai und sie muss aus der Gegend hier sein. Und man hat Kleidung von der jungen Frau und einem Mann gefunden. Auch von einem Mann? Mhm. Bist du sicher, dass es ein Krokodil war? Ja, hundertprozentig. Es hat mit seinem Schwanz das Wasser aufgepeitscht. Außerdem war das ganze Meer voller Blut. Die Frau hat furchtbar geschrien. Es ging alles so schnell. Okay. Danke für die Info. Gute Nacht, ihr zwei. Gute Nacht. Guten Abend, Mr. Consong. Sie haben also am Strand Kleidung gefunden. Ach, wissen Sie, wir finden am Strand jeden Tag irgendwelche Sachen. Dann glauben Sie die Krokodilgeschichte nicht? Man hat hier in der Gegend schon seit 20 Jahren keine Krokodile mehr gesehen. Ich habe diese Brieftasche in der Kleidung gefunden. Peter Davidson. Das ist ein neuseeländischer Führerschein. Wir erkundigen uns in den anliegenden Hotels, ob der Mann jemand kennt. Zu mir. Ich tu dir doch nichts. Und zieh dich nicht wie eine Zicke am Strick, dir passiert nichts. Ich weiß, du fühlst dich einsam ohne deine Artgenossen. Du schaust ja wie ein Tiger. Kann man ja Angst kriegen. Der Kerl vom Finanzamt kommt vor morgen früh bestimmt nicht. Und wenn doch, dann behaupte ich, ich hätte das Geld bereits überwiesen. Und wenn er den Beleg sehen will, was dann? Tja. Ich will nur verhindern, dass mein Bruder in den Knast wandert. Oh, nicht schon wieder. Hast du die Rechnung nicht bezahlt? Doch, aber hier in der Gegend fällt ständig der Strom aus. Thank you.
Hallo? Ich bin's. Hab ich dich geweckt? Wie spät ist es denn? Es geht auf Mittag zu. Quatschkopf, kann gar nicht sein. Ich habe mich nach dir gesehnt und wollte deine Stimme hören. Hast du Lust, mich abzuholen? Ich muss mich mit Jack kurz schließen, ob ich den Wagen kriegen kann. Ich kann natürlich auch mit dem Bus kommen. Machen wir es doch nicht so kompliziert. Wir treffen uns vor dem Lokal am Strand. Okay, ich kann es kaum erwarten. Sagen wir um zwei. Theo! Theo! Augenblick. Wir haben ein riesiges Problem mit den Krokodilen. Du musst sofort kommen. Was für ein Problem, Sam? Quatsch nicht und beweg deinen Arsch. Ich muss weg. Ich rufe dich später noch mal. Alles klar, bis dann. War das Theo? Mhm. Der muss ja sehr in dich verknallt sein. Ist er auch und er ist süß. Habt ihr Clip irgendwo gesehen? Nein. Sie ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Sie wird bei Peter geblieben sein. Ich mag's nicht, wenn sie woanders übernachtet. Hast du die Nummer vom Hotel? Nein. Ich glaube, er wohnt im Hilton. Kann ja, beeil dich gefälligst. Nerv nicht, ich bin gleich fertig. Ich muss dringend weg. Dann steh eher auf, dann kommst du nicht zu spät. Jeden Tag das gleiche Theater. Verbinden mit Sie mich mit Peter Davidson. Ich bin nicht auf dem Senkel. Ne, 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 ne. Wieso am Strand? Haben die irgendwas gesagt, ob er in Begleitung war? Vielen Dank. Was ist los? Sie haben am Strand Peters Brieftasche und Kleidungsstücke gefunden. Und was ist mit Clip? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie nicht im Hotel übernachtet. Wir müssen los. Du bleibst bei Kanya. Steh endlich auf. Wohin willst du? Zum Polizeirevier. Hey, was ist denn hier passiert? Irgendein Idiot hat die Krokodile freigelassen. Wie viele denn? Es fehlten drei. Zwei haben wir im Fluss entdeckt und das dritte lag im Fischteich eines Hotels. Komm raus, komm raus! Mach nicht so ein Theater! Warum knallen Sie das Biest nicht ab? Wäre doch viel einfacher. Noch nie was von Artenschutz gehört. Das haben wir unter Kontrolle. Gib mir den Sack, dann beruhigt sich das Tier. Hallo Jungs, das ist eine ausgemachte Schweinerei, was da passiert ist. Wer macht sowas? Treten Sie zurück, Herrschaften. Hier gibt es nichts zu sehen. Machen Sie Platz für die Einsatzfahrzeuge. Behindern Sie nicht unsere Arbeit. Bitte, Miss. Ich bringe Sie zum Strand. Gehen Sie. Handelt es sich um ein Verbrechen oder einen Unglücksfall? Was hat sich wirklich abgespielt? Bis jetzt wissen wir nur, dass zwei junge Leute spurlos verschwunden sind. Bei dem jungen Mann soll es sich um einen Touristen aus Neuseeland handeln. Bei dem Mädchen um eine Einheimische. Sir, das sind Miss Sun. Tag. Und ihre Schwester. Danke, dass Sie gekommen sind. Ist es korrekt, dass Sie gestern Ihre Schwester und Mr. Davidson zuletzt an diesem Strand gesehen haben? Ja, haben Sie hier die Brieftasche und die Kleidung gefunden? Ja, da drüben. Welche Zeit haben Sie gestern den Strand verlassen? Es war so gegen sieben. Was könnte Ihrer Meinung nach passiert sein? Ich weiß es nicht. Wir tappen im Dunkeln. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, die ich für völlig absurd halte. Glauben Sie, dass die beiden noch am Leben sind? Tja, ganz auszuschließen ist es nicht. Es kann durchaus sein, dass sie zu einer Nachbarinsel geschwommen sind und es nicht mehr zurückgeschafft haben. Ist Ihre Schwester eine gute Schwimmerin? Eine sehr gute sogar. Oh ja. Wir haben was gefunden, Sir. Entschuldigen Sie mich. Schnell, deck das Bein ab! Sam, bring eine Folie! Komm mit, sieh nicht hin! Wir können ihr nicht mehr helfen! Komm! Beruhigen Sie sich, Miss. Wir bringen Sie am besten zum Wagen, weg von der ganzen schaulustigen Leute. Der Polizeiarzt. Es gibt hier nichts zu gaffen. Steigen Sie beide ein. Sand hasse ich auch. Kannst du mir gefälligst meine Tasche auf den Tisch stellen? Kann einer vielleicht das Rollo runterlassen?
Ich muss mir das näher ansehen. Sieht nach einem platten Durchriss aus. Lass uns jetzt besser allein, Lee. Was meinen Sie, kann sie ohne Bein überlebt haben? Nicht. Wenn der Unfall im offenen Meer passiert ist, dann ist sie innerhalb weniger Minuten verblutet. Das sieht mir verdammt nach einem Haibiss aus. Ist ein glatter Durchbiss. Oder eine Schiffsschraube hat das Bein abgehackt. Schiffsschraube? Wonach sieht es denn für Sie aus? Könnte es auch ein Krokodilbiss sein? Sie haben ja eine ziemlich rege Fantasie. Vor 20 Jahren soll es hier mal Krokodile gegeben haben. Naja, es kann ein Krokodil oder ein Haibiss sein. Aber es wäre schlecht für die Tourismusbranche, wenn dem so ist. Wenn sich das rausstellt, bleiben die Touristen weg. Wie alt war die Kleine? 18. Armes Ding hat das Leben noch vor sich gehabt und muss so enden. Bei ihr hat Gott entweder weggesehen oder war mal wieder im Tiefschlaf. Sir, eins von den drei Krokodilen, die entkommen sind, wurde im Fluss entdeckt und wieder eingefangen. Nimm von dem Tier das Tuch weg. Mach ich. Hast du schon den Tierarzt angerufen? Schon vor 10 Minuten. Die Wunde muss sofort desinfiziert werden und wir müssen dem Tier ein Beruhigungsmittel spritzen. Hoffentlich kommt bald der Tierarzt. Deine Freundin ist da. Die geht mal gerade nach. Wir kommen in einem sehr ungünstigen Augenblick. Was ist denn passiert? Ist das Tier verletzt? Jemand hat drei von unseren Krokodilen freigelassen. Und das hier hat sich im Fischernetz im Fluss verfangen. Haben Sie schon einen Verdacht? Ich schätze, es waren Consongs, Leute. Haben Sie, wie besprochen, unsere Auflagen erfüllt, McQuaid? Wann denn? Ich habe alle Hände voll zu tun. Es waren doch nur Kleinigkeiten, die Sie leicht hätten beheben können. Ich musste, wie gesagt, meine Krokodile einfangen. Und das war ja wohl wichtiger, als Ihre Auflagen zu erfüllen. Informieren Sie die Polizei. Langsam glaube ich auch, dass irgendwelche Leute Sie ruinieren wollen. Stimmt. Und wir haben auch einen ganz konkreten Verdacht. Gut, dass Sie kommen, Phil. Ich komme in einer offiziellen Angelegenheit, Jack. Wir haben Anweisungen, Ihren Zoo zu schließen. Das soll wohl ein Witz sein. Sie werden beschuldigt, durch Ihre Tiere die öffentliche Sicherheit zu gefährden. Das ist doch absurd, Phil. Tatsache ist nun mal, dass drei von Ihren Krokodilen ausgerissen sind. Ja, jemand hat sie freigelassen. Sie verdächtigen Consong, aber er hat damit nichts zu tun. Seine Leute haben ein Loch in den Zaun geschnitten. Consong schikaniert mich seit Monaten, weil er mich hier weghaben will. Ihre Krokodile haben wahrscheinlich zwei junge Leute getötet. So ein Quatsch. Wir haben einen eindeutigen Beweis dafür, Jack, und wahrscheinlich sogar eine Augenzeugin. Meine Krokodile greifen keine Menschen an, sie sind nicht aggressiv. Bis die Unglücksursache geklärt ist, müssen wir den Zoo schließen. Das ist doch verrückt, Phil. Zwei Tiere haben wir schon eingefangen. Und das dritte? Sie stecken in Schwierigkeiten und könnten wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden, falls es eins von Ihren Krokodilen war. Zum Glück konnten wir die Presse bis jetzt raushalten. Aber wenn sie Wind davon bekommt, ist das eine Katastrophe für den Tourismus. Sie werden mehr Prozesse an den Hals kriegen, als Sie glauben. Schließt sämtliche Eingänge. Ist das eins der eingefangenen Tiere? Ja. Wir werden es aufschneiden müssen, um den Mageninhalt zu untersuchen. Der Tierarzt wird gleich hier sein. Niemand wird das Tier anrühren. Aber wir müssen wissen, was es gefressen hat. Es hat seit gestern Mittag nichts mehr gefressen. Sehen Sie, ich habe die Tiere großgezogen, Hallo. Die machen keine Beute. Und wenn sie gestresst sind, fressen sie nichts. Das ist völlig korrekt, was er sagt, Sergeant. Wenn das Krokodil etwas gefressen hätte, wäre sein Bauch sichtbar aufgebläht. Aber der Bauch ist flach. Und was ist mit dem anderen Krokodil? Das haben wir im Hotel nebenan im Fischteich eingefangen. Es hat niemand. Die berichten im Fernsehen darüber, die haben da Augenzeugin, die gesehen hat, wie ein Mädchen von einem Krokodil angegriffen wurde. Schöne Scheiße. Du hast also gesehen, wie ein Mädchen im Meer wild gestikulierend verzweifelt nach jemand geschrien hat? Ja, die hatte Todesangst. Möchtest du etwas Milch? Plötzlich wurde sie von irgendwas gepackt und mit ziemlicher Geschwindigkeit durchs Wasser gezogen. Sie ging unter und tauchte nicht mehr auf. Und überall war Blut. Bist du sicher, dass sie von einem... Hey, hey, hey! Ja, ziemlich sicher. Nun krieg dich wieder ein, Andy. Stell dir vor, McQuaid, diesen Scheißkerl, haben sie den Zoo dicht gemacht. Die Story mit dem Krokodil. Alles so schnell und ich haben sie gerade im Fernsehen gebracht. Ach ja, das ist McQuaids Problem, nicht unseres. In welchem Zeitraum hat sie... Du hast natürlich mit der Sache nichts zu tun, oder? Natürlich nicht. Vielleicht. Ich hab nicht auf die Uhr gesehen. Lass uns allein. Wollt ihr wieder eine Schweinerei aushecken? Halt's Maul und verschwinde. Ich habe mein Fahrrad genommen und bin nach Hause gefahren. Als ich die Geschichte meinem Bruder erzählt habe, ist er mit mir zur Polizei. Mich hat vor einer Stunde der Bürgermeister angerufen. Er befürchtet wegen der Toten Einbußen im Tourismus. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es Tote gibt. Ich meine, McQuaid ist der Buhmann und er wird in den Knast wandern. Und wir kriegen endlich sein Gelände. Noch haben wir es nicht. Du musst dafür sorgen, dass deine Leute das Maul halten. Wir dürfen damit nicht in Verbindung gebracht werden, sonst ist unser Projekt gefährdet. Kapierst du das? Klar, wenn einer das Maul aufmacht, stopfe ich's ihm. Ich lass dir freie Hand, aber ich will in keinen Mord verwickelt werden. Sei in Zukunft vorsichtiger. Mach dir keine Sorgen. Ich handle das schon.
eine Tragödie. Ich habe sie sehr gern gehabt. Sie war immer so ein positiver Mensch. Das ist unfassbar. Ich werde mit ihrem Tod nicht fertig. Sie war der Lichtpunkt in unserer Familie. Clip hatte so große Pläne und jetzt wird daraus nichts mehr. Schrecklich. Kann ich was für dich tun? Morgen geht's auf keinen Fall. Ich hab was vor. Da ist Theo. Wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du... Verschwinde von hier, Theo. Du und Jack, ihr seid hier nicht erwünscht. Was hast du gegen uns? Ihr seid schuld an ihrem Tod. Wieso beschuldigst du uns? Weil eins eurer Krokodile sie getötet hat. Das ist nicht wahr. Verschwinde von hier. Hau ab! Bist du Theo? Ja. Hast du schon mit Jean-Paul gesprochen? Ja. Sie ist schwer verknallt in dich. Ich finde, ihr passt gut zusammen, Theo. Übrigens, ich bin Kanya, die Jüngste im Schwesternclan. Der Typ ist total süß. Wenn ich ein bisschen älter wäre, würde ich mir den catchen. Ich stehe auf blonde Jungs mit blauen Augen. Dieses Eingecreme geht mir auf den Keks. Wenn du einmal was für mich tun musst, nüllst du rum. Entschuldige. Kinder, es muss sein, sonst kriegt ihr einen Sonnenbrand. Sei lieb. Das Gehirn ist groß, wenn die Nase krebsrot ist. Und jetzt ab mit euch. Nicht zu weit rausschwimmen. Bleibt in der Nähe des Boots. Lass uns einen Inseltrip machen. Hey, Sie! Holen Sie Ihre Kinder sofort aus dem Wasser! Hier draußen wurde ein Krokodil gesehen! Was für eine Art Krokodil? Eins, das Menschen frisst! Scherzkeks. Ich mach keine Scherze! Ihre Kinder müssen sofort da raus! Los, Kinder, schnell raus aus dem Wasser! Kommt! Warum denn? Es ist so schön. Du hast doch gehört, was der Mann von der Wasserwacht gesagt hat. Also keine Diskussionen, kommt sofort aus dem Wasser! Ist doch Quatsch mit den Krokodilen! Oh, dann werdet ihr eben vom Krokodil gefressen. Ihr könnt mir keine Angst. Raymond! Raymond! Um Gottes Willen! Nein! Raymond! Ich komme! Raymond! Wo bist du? Gib doch um Gottes Willen das Krokodil an meinen Sohn! Seht ihr, da schwimmt es. Es ist ein Riesenkrokodil. So eins habe ich in dieser Gegend noch nie gesehen. Es hat den Jungen im Maul. Oh mein Gott. Seht ihr, dann ist nichts passiert. Wo ist das Tier? Es schwimmt zwischen den Booten. Liz, der Sauerstoff in der Flasche. Ja, was ist denn los? Ein Krokodil hat sich ein Kind geschnappt. Wo ist das Vieh jetzt? Es ist abgetaucht. Wo ist Jerry? In der Stadt. Ich brauche einen Bangstick. Ja, hab ich. Ich komme mit Ihnen. Nein, es ist zu gefährlich. Sie brauchen jemanden, der Ihnen den Rücken frei hält.
alles klar? Er lebt noch! Der Junge lebt noch! Nein, er ist tot. Beruhigen Sie sich. Wir können nichts mehr für ihn tun. Nein, er ist bestimmt noch am Leben. Wir müssen nach ihm suchen. Nein. Das Krokodil hat ihn aufs Meer rausgezogen. Wir haben keine Chance, ihn zu finden. Glaube ich nicht. Habt ihr es entdeckt? Ja, es ist ein circa 5 Meter langes Salzwasserkrokodil. Und es ist mit dem Jungen abgetaucht. Wollt ihr die Suche fortsetzen? Das hat keinen Sinn, der Junge ist tot. Jahrzehntelang ist nichts passiert, das war immer sicher hier. Ich verstehe das überhaupt nicht, wie sowas plötzlich kommt. Ja, ein komisches Gefühl, schon länger. Ja, die Umwelt. Sind Sie okay? Crocodylus porosus, Salz- oder Brackwasserkrokodil, die größten Amphibien unseres Planeten, können bis zu 10 Meter lang werden. Das Krokodil, das ich gesehen habe, war auch ein ganz schönes Kaliber. Aber wie kommt es hierher in diese Gegend? Das australische Leistenkrokodil hat sich über ganz Südostasien ausgebreitet. Durch Krokodile sterben jedes Jahr Hunderte von Menschen. Unseres wird die Zahl noch erhöhen. Sie haben irgendwas von Dinosauriern. Es gibt sie seit 3 Millionen Jahren. Eine der ältesten Spezies der Welt. Hab noch nie gehört, dass sie bis hierauf nach Thailand kommen. Das nenne ich Globalisierung. Glaubst du, es wird wieder angreifen? Ist nicht auszuschließen. So ein Tier ist die reinste Fressmaschine. Wir müssen dieses Monster fangen. Es ist ein Killer. Hallo? Hi, ich bin's. Ich hab grad an dich gedacht, Theo, und schon rufst du mich an. Wie fühlst du dich? Wie soll's mir schon gehen? Tut mir leid, dass meine Schwester auf der Trauerfeier so grob zu dir war. Jack und ich haben mit dem Tod deiner Schwester nichts zu tun. Jack hat ein Salzwasserkrokodil gesehen und das dürfte der Killer sein. Und nicht eins aus dem Zoo. Ich glaube dir, Theo. Wann sehe ich dich wieder? Vielleicht schon morgen. Hast du heute Abend... Shampoo? Augenblick! Ich muss Schluss machen. Ruf mich morgen Nachmittag an. Mit wem hast du denn da telefoniert? Ich hab mit Marley geredet. Du hattest schon mal bessere Ausreden. Ich hab uns einen Tee gemacht. Lass uns noch ein bisschen quatschen. Es sieht so unschuldig aus. Noch ist es das. Aber nicht mehr, wenn es groß ist. Das hier ist eine ganz andere Zucht. Das Krokodil, das den Jungen gepackt hat, war ein Salzwasserkrokodil. Die gibt es schon viel länger auf der Erde als diese Art. Stellen Sie sich vor, mein Großvater hat mir zum 10. Geburtstag ein Babykrokodil geschenkt. Es war 9 Zentimeter lang und grasgrün. Dann war es ein Kaiman. Mhm. Ist nicht gerade ein Kuscheltier. Später hat er meinen Hamster gefressen. Ups. Wir haben den Kaiman zurück in die Tierhandlung gebracht und ihn gegen eine Boa eingetauscht. Das war ein echtes Kuscheltier. Sie war 3 Meter lang und hat gepinkelt und gepupst wie eine Kuh. Ich musste sie alle 2 Wochen mit einem lebenden Kaninchen füttern. Das haben Sie gemacht? Nur einmal. Dann hatte ich Mitleid mit dem Kaninchen. Das ist typisch für Sie. Sie sind viel zu sensibel, um so brutal zu sein. Ich mag sensible Menschen. Jack! Sergeant Deng will dich sprechen! Ich bin gleich zurück. Okay. Warten Sie. Möchtest du vielleicht ein Espresso? Ich könnte einen doppelten vertragen. Haben Sie mein Krokodil gefunden? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Jack. Haben Sie die Nachrichten gesehen? Nein. Dann stellen Sie Ihren Fernseher an. Gleich gibt's einen Bericht in unserem Lokalsender. Damit sind die Ermittlungen unserer Polizei hinfällig, die angenommen hatte, dass ein dressiertes Krokodil für die tödliche Attacke verantwortlich war. Unserem Kameramann Alan Tong sind aus dem Hubschrauber heute Morgen sensationelle Aufnahmen am Black Rock River gelungen. Sie sehen richtig, meine Damen und Herren, bei diesem Tier handelt es sich um ein riesiges Salzwasserkrokodil. Die Länge dieses Ungeheuers beträgt nach Schätzung eines Experten sage und schreibe 8 Meter. Das ist für ein Salzwasserkrokodil ganz... Haben Sie die Jagd schon aufgenommen? Ja, und es gibt $50.000 Belohnung für den, der dieses Biest zur Strecke bringt. Tot oder lebendig. Ich dachte, Sie wollten die Sache nicht an die große Glocke hängen. Mittlerweile weiß es schon die ganze Stadt. Ich muss jetzt Schluss machen. Findest du, dass die $50.000 Belohnung richtig investiert sind? Zerbrich dir nicht meinen Kopf. Die sind gut investiert. Da bin ich zwar anderer Meinung, aber bitte, du bist der Boss. Ich habe das Geld ausgespuckt, um den Tourismus nicht zu gefährden. Wenn die Touristen ausbleiben, können wir einpacken. Dann kann ich meine Ressource wieder abreißen lassen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Jäger auf die $50.000 Belohnung scharf sind, Andy. Über 300 Typen haben schon angerufen.
Ich lass mir doch von so einem scheiß Krokodil mein Geschäft nicht kaputt machen. Die sind wohl alle scharf drauf, sich fressen zu lassen. Es wird wieder Tote geben. Dann gibt es sie. Kein Geschäft ist ohne Risiko. Das Ungeheuer muss so schnell wie möglich abgeknallt werden, sonst hauen uns die Touristen ab. Ich begreife nicht, dass so viele Leute Spaß am Töten haben. 50.000 Dollar sind ein schöner Batzen Geld. Ja, aber sie denken nicht daran, dass sie selbst zum Opfer werden könnten. Dieses Tier hat keine Angst vor Menschen. Das macht es so gefährlich. Tut mir leid, dass ich gestern so ausgeflippt bin. Das ist schon okay. Sie standen unter Schock. Ist ja nicht zu fassen. Die halbe Stadt beteiligt sich an der Jagd. Wahnsinn. Was haben Sie für ein Gefühl? Worauf wollen Sie hinaus? Man muss sich in das Krokodil hineinversetzen, instinktiv fühlen, wo es sich verstecken könnte. Ich würde sagen, unter Wasser. Unter Wasser hält es sich nicht auf. Es frisst und schläft und geht wieder auf die Jagd. Wo versteckt es sich? Auf keinen Fall hier am Strand. Da hat es keine Deckung. Es lauert wahrscheinlich in der Lagune. Scheint das Krokodil gelagert zu haben. Was ist los? Ihr habt zu viel Lärm gemacht, Leute, wenn ihr mich fragt. Dieses Biest hat Lauscher wie eine Fledermaus. Ich lauere hier schon seit Stunden und sie vermasseln mir die Tour in 10 Sekunden. Warum haben sie das Tier nicht abgeknallt? Weil ich im Schlamm feststecke und mich nicht bewegen kann. Ist ein Argument. Na und ob das eins ist? Los, ziehen sie mich raus. Kommen Sie. 1, 2, 3. Verdammt nochmal, stecken Sie tief drin. Vielen Dank. Alles Seit klar. 9 Monaten bin ich hinter dem Vieh hier und versage, weil ich im Schlamm feststecke. Dann ist das Krokodil schon beinahe sowas wie ein Freund von Ihnen, nicht wahr? Klar, könnte man fast sagen. Rostfreier Stahl. Wenn das Ungeheuer mich beißt, fallen ihm alle Zähne aus und dann blase ich ihm das Gehirn weg. Oh, Entschuldigung. Hawkins. Croc Hawkins. Evelyn Nam Wong. Und das ist Jack. Jack? Jack McQuaid. Jack, Sie sollten lieber aus dem Wasser steigen. Es hat die üble Angewohnheit, immer von hinten anzugreifen. Der Bursche ist eine hinterlistige Sau. Und wie lange... Ruhig. Psch, psch. Ich hab es! Ich hab es erwischt! Kommen Sie, das sehen wir uns an. Siehst du es? Ja, genau. Guck, ob das Vieh tot ist. Blase getroffen. Alles klar, es ist mausetot. Guck's dir an. Das ist vielleicht ein Brocken. Sie haben gerade ein zahmes Krokodil getötet. Ja, klasse. Aus meinem Zoo. Wen juckt das? Das bringt mir 50.000 Dollar, Capito. Wenn du die Kohle mit deinem Freund durchjubeln willst, dann sollte er besser schleunigst aus dem Wasser kommen. Kümmer dich gefälligst um deinen eigenen Scheiß. Scheiße, ich kann nicht schießen, sonst treffe ich dich! Helft mir, nach ihm zu suchen, Leute! Wozu? Das wäre die reinste Zeitverschwendung. Ich hoffe, du hast ein Foto von ihm.
Zur Erinnerung. Sehr witzig. Hi, ich freue mich, dich zu sehen. Hi, Shampoo. Komm doch rüber. Meine Schwester weiß inzwischen, was wirklich passiert ist. Kanya kennst du ja schon. Ja, natürlich. Ich habe ein Geschenk für euch. Danke. Oh. Ach, ist der Kleine süß. Oh. Ich hoffe, ihr mögt Hunde. Sonny wird erst mal wieder meckern, aber eigentlich liebt sie Hunde. Komm, mein Kleiner, ich habe was ganz Leckeres für dich. Einen Keks. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch, wie verrückt. Willst du ein Bier? Ja, ich hab einen Höllendurst. Endlich sind wir mal allein. Meine Schwestern sind alle außer Haus. Und was ist mit Kanya? Die stört nicht. Wie lange wird das Biest noch sein Unwesen treiben? So lange, bis es für seine Speisekammer nichts mehr zu fressen findet. Speisekammer? Für seine Aasgrube. Das ist ein Ort, zu dem er seine Opfer bringt. Er lässt der Fresssack alles verfaulen, bis es seinem Geschmack entspricht. Und dann frisst er es. Es kann eine Höhle sein oder ein Loch. Wie wollen wir dieses Versteck finden? Tja, das ist die 50.000-Dollar-Frage, nicht wahr? Ja. Wie viele Krokodile leben eigentlich in Ihrem Zoo? Wieso fragen Sie mich das? Tja, unser Kamerad ist scharf auf Weibchen. Es ist Paarungszeit. Schade, dass diese Idiot ihr Weibchen heute abgeschossen hat. Möchtest du noch ein Bier? Danke, ich vertrag nicht so viel. Mal ehrlich, wie vielen Teilmädchen hast du schon den Kopf verdreht? Nur eine? Ich schwör's. Das glaube ich nicht. Das ist die Wahrheit. Wie heißt das Mädchen? Na, Shampoo. Du bist ein charmanter Schwindler. Stimmt nicht. Eine Gegenfrage. Wie vielen Jungs hast du eigentlich schon den Kopf verdreht? Sehr vielen. Jetzt bin ich schockiert. Wie vielen genau? Außer dir noch keinem, ehrlich. Was hat denn der Hund? Er muss irgendwas unter dem Haus entdeckt haben. Er schnüffelt wie verrückt. Riechst du auch etwas? Ja, es stinkt nach totem Fisch. Geht so ähnlich wie Mr. Singh aus dem Mund riecht. Also nach faulen Eiern. Kanya, mach, dass du da wegkommst! Wieso denn? Ich hab echt Schiss gehabt, als dieses Monster die Holzplanken durchbrochen hat, um mich und meinen Hund zu verschlingen. Wie konntest du dich retten? Naja, ich kann mich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern, weil ich so geschockt war. Es war der absolute Horror. Ich sehe nur noch dieses Monster vor mir. Wollen Sie weiterhin auf dem Hausboot leben? Auf keinen Fall. Ich gehe nicht mehr in die Nähe des Wassers, bis dieses Krokodil tot ist. Wir ziehen alle so lange in ein großes Hotel. Zum Glück konnte ich in Jacks Zoo Erfahrungen mit Krokodilen sammeln, ihre Verhaltensweise studieren. Wie haben Sie sich gegen das Tier gewehrt? Ich habe ihm meinen Toaster ins Maul geworfen. Tier ist echt clever. Hat viel von dir gelernt. Das mit dem Toaster stammt nicht von mir. Schade, dass das Krokodil nicht Jack gefressen hat. Aus dem Zoo kommt. Dafür war es viel zu groß. Nun hör dir das an. Eine bessere Reklame für seinen Zoo kann sich dieser verdammte McQuaid gar nicht wünschen. Wir kriegen ihn mit seinen Steuerschulden. Eben nicht. Seine Steuerschulden wurden bezahlt. Und zwar von seiner verfluchten Schwester. Sie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also, müssen wir uns eine neue Schikane ausdenken. Wir lassen ihn umlegen. Finde ich nicht gut. Wie wär's denn, wenn seiner Schwester ein kleiner Unfall zustößt? Vielleicht gibt er dann auf. Das lässt sich arrangieren. Gut. Alles klar. Ich kümmere mich drum. Martha ist ein gutmütiges Schätzchen. Nur so lange, bis sie uns abwirft. Das wäre hinterlistig. Wie lange besitzen Sie Martha schon? Ungefähr 3 Jahre. Ich glaube, Evelyn macht uns keine Schwierigkeiten mehr. Nein, sie wurde heute Morgen gekündigt. Konzern? Ja. Ist das sehr unbequem für Sie, Evelyn? Das ist zum Aushalten. Mit der Decke als Unterlage wäre es bequemer. Beim nächsten Mal denke ich dran. Was ist denn hier passiert? Matt, Matt. Was haben Sie entdeckt? Eine riesengroße Schweinerei. Sie wollen doch nicht etwa ins Krokodilgehege steigen, Jack. Das muss nachts passiert sein. Sie versuchen weiter, mich zu sabotieren. Ich habe gehört, die haben Ihnen wieder einen Besuch abgestattet. Woher haben Sie die Info? Ein Vögelchen hat es mir gezwitschert.
Glauben Sie, die kommen noch mal wieder? Keine Ahnung. Konzern muss vorsichtig sein, sonst schwimmen ihm seine Fälle weg. Ich würde Sie gern zu einer Bootstour einladen. Wir besuchen ein paar Freunde von mir. Die wissen alles über das Krokodil und können uns wertvolle Tipps geben. Übrigens, Sie sollten Ihre neue Freundin mitbringen. Der Trip wird ihr gefallen. Was sind das für Freunde? Lassen Sie sich überraschen und fragen Sie nicht so viel, Kumpel. Ich will ja nur wissen, ob ich im Smoking erscheinen soll. Den können Sie im Schrank lassen. Was bedrückt dich? Weißt du, mein ganzes Leben habe ich mich um Tiere gekümmert und jetzt soll ich auf einmal ein Tier töten? Unter gewissen Umständen ist es nun mal erforderlich. Leider. Der Mensch breitet sich überall aus und lässt dem Tier keinen Lebensraum mehr. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal einen Drink. Was trinkt der denn? Das Gesöff würde dich umbringen. Hier, ihr Drink. Ein kleines Schüsschen Orangensaft mit viel Wodka. Vielen Dank. Hoffentlich kriege ich keinen Vitaminschock. Ein paar lustige Fotos haben Sie da an die Wand gepinnt. Sind das alles Freunde von Ihnen? Kann man sagen, ziemlich sentimental, was? Ich halte sie nicht für sentimental. Es sind diejenigen, die nicht schnell genug rennen konnten. Die anderen haben nicht schnell genug reagiert. Wieder andere konnten einfach nicht schnell genug schwimmen. Wurden sie alle von dieser Bestie getötet? Ja. Erschreckend, wie viel Leid eine einzige Kreatur anrichten kann. Das Komische ist, dass die meisten geglaubt haben, ein Foto von ihnen würde sie unsterblich machen. In irgendeiner Weise haben sie sogar recht behalten. Durch mich geraten sie nicht in Vergessenheit. Ich werde das Killer-Krokodil finden. Die Toten erwarten es. Was erwarten Sie denn? Dass ich töte. Was sind das für Leute? Es sind Andamanen und Boat People. Sie leben schon seit Generationen auf dem Wasser. Haben alle den Tsunami überlebt? Ja, sie haben die Anzeichen erkannt, weil sie ein Naturvolk sind und sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben. Werfen Sie ihnen die Heckleine zu, okay? Ach. Das ist der Admiral, er spricht ein bisschen unsere Sprache. Nicht sehr gut. Sadika. Sie leben hier in einem wahren Paradies. Hey. Der Telefon. Der Computer. Oh, ist der toll. Danke, Mika. Mika, ne? Manni, der Mira hier, du. Nilo. Lupi, talking up, begin. Pinzai. Gehören die Menschen auf den Fotos zu ihrer Verwandtschaft? Ja. Er sagte, es sind ein paar Fischer getötet worden, weiter unten im Süden. Die Bestie muss auf dem Weg hierher sein. Teufel. Bestie. Sie glauben, die Bestie ist die Inkarnation des Teufels. Weißt du, wo sie jetzt ist? Große Fels, tiefe Höhle. Wasser jetzt sehr warm. Chuck ist Yandu. Was bedeutet das, Yandu? Es ist ein Racheengel. Sie glauben, wir werden das Tier töten. Und wenn nicht?
Wir werden es töten. Kann ich Ihnen etwas bringen? Steht ihr noch was bestellen? Nein, danke, ich möchte nichts mehr. Sam und ich müssen dann langsam aufbrechen. Hey Leute. Hi Jake, hallo Evelyn. Was feiert ihr? Sieht nach einem Gelage aus. Ein süßes Foto ist das. Logo, du kannst den Tisch haben und unsere Rechnung übernehmen. Vielen Dank, aber wir setzen uns da. Vergiss das mit der Rechnung. Wir sind vom Bürgermeister eingeladen. Außerdem zahlt er uns noch ein Hotel. Na großartig. Der Typ hatte heute seine Spendierhosen an. Der will wiedergewählt werden. Außerdem muss er euch aus eurer Notlage helfen. Ist das inklusive der Rechnung von gestern, wo er hier so einen eleganten Abgang gemacht hat? Ja, die ist auch dabei. Du warst schon immer ein Spezialist im Abtauchen, Jack. Yeah. So, vielen Leute, Dank. Wir müssen jetzt langsam los. Komm, Erling. Die Pflicht ruft. Wir haben noch eine Menge zu tun. Macht's gut. Bis dann. Achtung, Sie verlassen das Lokal. Allison trägt eine türkisfarbene Bluse. Sie ist in Begleitung von ihrem Kerl. Alles klar. Ich finde die Mädchen ganz reizend. Sind sie? Ihr Hausboot ist sehr originell. So würde ich auch gern wohnen, Schatz. Was sagst du jetzt? Du hast ja mitgekriegt, wie gefährlich das ist. Ich muss keine Bekanntschaft mit diesem Krokodil machen. Die Tage von diesem Monster sind gezählt. Vorausgesetzt, Jack und Hawkins bringen es zur Strecke. Mhm. Was hat denn der vor? Der hat's auf uns abgesehen. Ich auf den Boden! Weg hier! Du feiger Hund! Bleib stehen! Bist du okay? Ja. Ruf die Bullen und einen Krankenwagen. Haben Sie Schmerzen? Belaberhab? Okay, eine Belaya. Ich fand den Tag heute sehr interessant. Ja, war er. Weißt du, es müsste mir leid tun, dass du deinen Job verloren hast. Tut es aber nicht. Und warum nicht? Kannst du dir das nicht denken? Jetzt kannst du mir nicht mehr mit Mängellisten kommen. Scheusal! Komm, ouch! Hat wehgetan, du brutales Weib. Du bist der Typ, der ab und zu geprügelt werden muss. Du Jack, Romina. Deine Schwester ist in einen Unfall verwickelt worden, gleich in der nächsten Querstraße. Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ist sie verletzt? Kein blassen Schimmer. Der Kerl hat versucht, uns zu überfahren. Dabei ist er in ein anderes Auto gerauscht und dann ist er abgehauen. Seid ihr okay, Leute? Danke. Ja, es ist uns nichts passiert. Was war denn? Der Fahrer von diesem Truck hat versucht, uns zu überfahren. Wo ist der Kerl? Keine Ahnung, der Typ ist nach dem Unfall einfach abgehauen. Er ist in die Richtung getürmt. Wie geht's ihm? Nicht gut. Hoffentlich kommt der Krankenwagen bald. Ja? Andy, du Mistkerl. Was war das wieder für eine Schweinerei? Seid ihr verrückt? Wolltet ihr meine Schwester umbringen? Ich weiß, dass ihr Kriminelle seid, aber dass ihr nicht mal vor einem Mord zurückschreckt, ist das Letzte. Antworte gefälligst. Das werdet ihr noch bereuen. Ich lasse euch hochgehen. Shit. Denn? Halt's Maul. John, komm her. Schatz, wir gehen jetzt ins Spielcasino, bleiben aber nicht allzu lang. Hast du nicht Lust nachzukommen? Nein. Kannst du bitte deinen Hund ins Haus bringen? Er nervt mich. Warum bellt er denn dauernd? Keine Ahnung. Er spinnt schon den ganzen Tag rum. Der ist so verfressen. Vielleicht hat er schon wieder Hunger. Nun komm schon, komm.
Bis später. So, verspiel nicht alles. Ich hab nicht viel Geld eingesteckt. Steckst du? Ist jemand zu Hause? Was ist denn hier passiert? Oh Gott. Kommen Sie schnell zum Haus der Consongs, es ist ein schreckliches Unglück passiert. Ich bin Andy Consong. Eine scheußliche Geschichte. Wie lange brauchen die Leute noch? Eine Stunde. Danke für Ihren Beistand. Stimmt es, dass Sie Ihre Beute kilometerweit riechen können? Ja. Ich habe selbst erlebt, dass Sie über große Entfernungen Ihrer Beute gefolgt sind, um Sie zu töten. Ich schätze, das Tier ist wieder in den Fluss abgetaucht. Die Frage ist, in welche Richtung es sich bewegt. Es bewegt sich im Kreis. Der kleine Junge wurde am Strand im Süden getötet. Die jungen Leute am Strand im Westen. Der Jäger im Osten und die Brüder Consong hier. Meiner Meinung nach treibt es das Biest jetzt zur großen Insel. Oder auch direkt zur Flussmündung. Wir müssen rauskriegen, wohin es diesen Burschen treibt. Soll ich ein paar Leute zusammentrommeln, die mit auf die Jagd gehen? Nein, wir lösen das Problem allein. Sie wollen die Belohnung nicht teilen. Es geht mir nicht ums Geld. Ich will meine Rache haben. Die Bestie hat viele Freunde von mir getötet. Und ich krieg sie. Wenn ihr an der Steilküste runtergeht, dann treibt euch die Strömung direkt an den Felsen entlang.
Ist denn der Eingang zur Höhle von außen so schwer erkennbar? Ja, es ist nur ein kleines Loch. Okay, wir brechen auf. Ihr bleibt mit dem Schlauchboot in der Nähe. Was machen wir, wenn es unser Boot angreift? Dann lasse ich ihm mit der Wumme das Hirn raus. Verschätzt ja nicht den Burschen. Die Gegend hier ist sein Territorium, nicht eures. Vergesst das nicht, Leute. Seid vorsichtig. Wie lang kann das Vieh unter Wasser bleiben? Eine Stunde. Vielleicht auch länger, wenn es sich nicht bewegt. Was schätzen Sie, wie groß der Zugang zur Höhle ist? So 60 bis 90 Zentimeter. Viel mehr auf keinen Fall. Dass es uns angreift? Möglich ist alles. Kannst du sie sehen? Ja, sie sind genau da drüben. Ich hätte mit ihnen mitfahren sollen. Die sind nicht vorsichtig genug. Nein. Wir fahren rüber. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wie Sie das Boot steuern müssen. Allison! Allison! Was ist los? Das Krokodil hat sich Allison aus dem Boot geholt. Wo? Da drüben ist es passiert. Fahr wieder rüber zu Hawkins. Worauf wartet ihr? Fangt an, die Felswand abzusuchen. Ihr müsst die Höhle finden, denn dorthin wird das Krokodil Allison geschleppt haben. Pass auf, dass das Boot nicht zu dicht an die Felsen gerät, sonst haben wir mal ein Boot gehabt. Ich verlasse mich auf Sie, Evelyn. Wir gehen hier in der Nähe an Land. Und wo genau bitte? Da drüben, da gibt's eine winzige Bucht. Okay, und wenn wir angelegt haben, was machen wir dann? Wir suchen die Felsen ab. Thank you.
Sie wirklich, dass sie noch am Leben ist? Durchaus möglich. Wie soll sie unter Wasser genügend Luft kriegen? Wenn sie in die Höhle geschleppt wurde, hat sie eine Chance. Allison? Allison! Das ist Jack. Er ist da unten. Kommen Sie. Das ist eine riesige Höhle. Allison, wenn du mich hören kannst, dann antworte. Ellie! Bist du irgendwo? Allison! Allison! Hörst du mich? Sieh dir das an. Sie ist tot. Ob wir irgendwo runterklettern können. Beeil dich! Es gibt keinen Weg nach unten. Verdammte Scheiße. Wir müssen einen Weg finden, um das Maul der Bestie zu öffnen. Ja, das Problem ist, Jack hat nicht mehr sehr viel Sauerstoff in der Flasche. Amputier sein Bein! Ich kann nicht sein Bein abschneiden, sind Amputieren? Sie er stirbt, wenn er es nicht abschneidet. Worauf wartet ihr noch? Amputiert sein Bein! Stellt euch nicht so an! Gib mir das Messer! Oh.
soll nicht amputieren. Wir müssen dich so schnell wie möglich ins Krankenhaus schaffen. Ich hatte so Angst um dich. Aber wir haben es geschafft. Du hast überlebt. Sie sind ein ganz schön harter Brocken, Hawkins. Wenn Sie das so sehen. Heute konnten Sie Ihren persönlichen Rachefeldzug richtig ausleben. Ja, die unschuldigen Opfer auf den Fotos sind gerecht. Ich bin überzeugt, dass Tiere einen natürlichen Instinkt besitzen, sich selbst zu schützen. Und bei den Menschen verhält es sich nicht anders. Und bei Ihnen ist der Instinkt sehr ausgeprägt. Ja, das stimmt. Hat Ihnen Ihr Jagdtrieb das Bein gekostet? Oh nein, falsch gedacht. Das habe ich mir mit einer Kettensäge abgesäbelt, als ich besoffen war.